Herzlich willkommen bei Let's Grusel Slendermans Shadow Elementary. Und da hat gerade mal dick mein Handy vibriert. Und ihr hört gerade den Grund, warum ich dieses Slenderman am allermeisten hasse. Denn ich hasse Kinderstimmen und Kinderlachen in Videospielen, Horrorspielen. Hier sind es jetzt Teddybären, keine Saiten. Und ich glaube auch, wir sind ein Kind. Da liegt übrigens ein Arm, falls ihr das sehen könnt hier. Ja, und wir sammeln Teddybären. Wir sammeln Teddybären, ja genau. Und wir sind ziemlich klein, wie man sieht. Das lässt mich daraus... Und wir sind in einer Grundschule. Also lässt mich das darauf schließen, dass wir höchstwahrscheinlich ein Kind sind. Ein kleines Mädchen. Und was ihr jetzt nicht wisst, was ich euch jetzt aber sagen werde, ist die Tatsache, dass ich schon eine komplette Runde, nein, zwei komplette Runden von Slendermans Shadow Elementary gerade hinter mir habe und eigentlich total fertig bin mit den Nerven. Und ich spiele es jetzt noch einmal, weil ein gewisser Herr sehr intelligent ist und es schafft während der Aufnahme, also vielmehr bevor er anfängt aufzunehmen, sein Headset ausschaltet und somit während der gesamten Aufnahme kein Ton von seinem Gelabere aufgenommen wird. Zum Beispiel habe ich mich in der ersten Aufnahme saumäßig vor dem Körper da erschreckt. Oh Gott, Alter, ey, das gibt's doch nicht. Ein Teddybär. Ja. Oh Mann. Aber der Erschrecker gerade, der war noch lange nicht so heftig wie der, den ich gerade eben in der ersten Aufnahme hatte. Da hatte ich ein... Fick dich, fick dich, fick dich. Was ist das denn jetzt? Das kam aber schon gar nicht gerade. In der ersten Aufnahme hatte ich so dermaßen krassen Schock, dass ich wirklich gedacht habe, jetzt ist mein Nachbar gerade irgendwie von seiner Couch gefallen oder sowas. Keine Ahnung. Es war echt heftig. Und auch das Zerplatzen der Glühbirne vorhin hat mich beim ersten Aufnehmen voll erwischt. Und ich warte die ganze Zeit drauf, dass... Nein, nein, nicht hängen bleiben! Ach, 6 von 8 Teddys. Okay, ich glaube, das war's jetzt. Bei der ersten Aufnahme gerade hatte ich auch 6 Teddybären. 7 Teddybären! Aber jetzt sind wir tot. Sobald wir uns umdrehen, sind wir tot, wenn das. Ah! Oh Gott, fick dich, geh weg, geh weg. Ich setz mich jetzt hier in die Ecke, geh, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ah. Gewusst. Ich hab's so gewusst. 7 von 8 Teddybären. Ah. Leute, ich bin so fertig gerade. Das war jetzt die dritte Runde. Und normalerweise sage ich ja immer, ich spiele zwei Runden hintereinander. Damit die Videos nicht so kurz sind und damit ihr mehr davon habt. Aber ich habe jetzt schon 3 Runden in den Knochen. Und jetzt noch eine Runde. Okay, noch eine Runde. Aber dieses Mal, wenn wieder was schief geht, und ich die Aufnahme nicht verwenden kann, dann mache ich es heute nicht mehr. Dann nehme ich es mal anders wieder auf. Oh, mein armer Nachbar, ey.
ein Glück, dass es gerade 10 Uhr abends ist erst oder sowas. Also nee, es ist noch nicht mal. Ja, es ist noch nicht mal 10. Beim letzten Mal, wo ich Slendermans Shadow Sanatorium aufgenommen habe, da war es ja schon ein bisschen später. Da war es ja schon irgendwann so kurz nach 2, glaube ich. Da habe ich aber auch nicht so heftig geschrien wie jetzt gerade in der ersten Aufnahme vorhin und gerade eben. Oh, ich hasse diese Lache so sehr. Oh. Ich finde 8 Teddybären. Ich weiß auch, dass es durch einen Bug, der manchmal kommen kann, möglich ist, dass es 9 Teddybären gibt. Diese Dornen, wo die Teddybären draufstecken, sind ja willkürlich hier verteilt. Und normalerweise spawnen immer 8 Teddybären. Direkt hintereinander. Und wenn man diesen Bug hat, kann es passieren, dass an einem 9. Dorn ebenfalls ein Teddybär spawnt, der dann aber nicht mehr gezählt wird. Oh Gott, ey, dieser scheiß Glühbirne kriegt mich jedes verfickte Mal, ey, das ist doch nicht zu glauben. Langsam tut's weh, das erschreckt. Der hat mich beim ersten Mal richtig bitterböse erwischt. Und ich sage seit, ich habe in jeder der 3 Runden gesagt, wenn ich auf diesen Bär zuläufe, gedacht habe ich es, gesagt habe ich es nur in den ersten 2. Wenn ich auf diesen Bär zulaufe, ihn nehme und mich umdrehe, dann steht er da. Und er ist bis jetzt kein einziges Mal dort gestanden. Was nicht wirklich mich beruhigt. Und jedes Mal, wenn ich hier um die Ecke komme, beiße ich die Zähne zusammen wie verrückt. Weil ich Angst habe, dass ich mich voll erschrecke. Und mir wieder übelst auf die Zunge beiße, so wie ich das mal bei SCP erzählt habe. Da ist ein weiterer Teddybär. Oh Gott! Alter. Unglaubliche Scheiße. Drecksack ist genau hinter mir oder schlingst durchs Fenster. Ich hab's gewusst. Geh weg. Geh weg. Hatten wir das nicht gerade eben schon mal? Ich weiß es jetzt nicht mehr, ob es jetzt gerade in der 3. Runde war oder in einer der ersten beiden, die nicht aufgenommen wurden. Also es sind jetzt 5 Teddybären. Mit 5 Teddybären kann ich leben. Oder eben nicht leben. Wie man es nimmt. Bei der ersten Runde waren es 6, bei der zweiten waren es 5, bei der dritten, die ihr jetzt gerade gesehen habt, waren es 7. Und jetzt wieder 5, das wäre schon völlig okay. Oh. Oh, 6. Okay, 6. Wir haben 6 Teddybären. Damit kann ich auch leben. Oh, ich bin so fertig gerade. Oh! Ich glaube, wir werden auf dieselbe Art sterben, wie wir gerade eben schon mal gestorben sind. Wetten das? Da lag ein zerfetzter Torso. Aber wir sind noch nicht tot. Mir geht so die Düse gerade, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Ich warte nur auf den einen letzten finalen Todesstoß. Ah, können wir nicht jetzt einfach geschnappt werden? Kann er nicht einfach... Oh, oh Gott! Hey, der stand doch noch ewig weit weg. Das finde ich... Nein, okay, das will ich jetzt hier mal beanstanden. Das geht ja gar nicht. Der stand noch ewig weit weg. Der hätte uns gar nicht kriegen dürfen. Das ist voll mies. Sowas geht nicht. Vielleicht einfach, weil ich es gesagt habe gerade. Okay. Ah ja, wie gesagt, Leute, ich bin total im Arsch jetzt gerade. Also, ja.
Zwei Runden gehen eigentlich noch. Ich war schon nach der zweiten Runde total hinüber. Kurz 5 Minuten Pause gemacht und dann direkt nochmal aufgenommen, als ich gesehen habe, dass es mein Gerede nicht aufgenommen hat. Aber jetzt ist gut. 6, 5, 7 und 7 Teddybären, das ist schon echt okay so. Ich gehe jetzt mir erstmal einen Strick kaufen oder sowas, keine Ahnung. Oder, keine Ahnung, irgendwas machen. Mich unter die Dusche stellen, ich weiß es nicht. Irgendwie wieder runterkommen. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Grusel oder beim nächsten Let's Play. Je nachdem, worauf ihr Lust habt. Ich freue mich drauf. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.